Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sprechstunde. Wir treffen uns hier jede Woche mit Dr. Med Gunter Frank und Kai Klapprot. Wir diskutieren aktuelle Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit und Medizin. Wir machen das wie immer in unserem pragmatisch-wissenschaftlichen Tonfall und müssen leider halt immer auch ins Politische abdriften, weil offensichtlich die Wissenschaft zu einer Staatsreligion langsam umgebaut wird. Normalerweise sagst du, wir gönnen uns eine freie Meinung. Ja. Wir gönnen uns normalerweise eine freie Meinung. Aber nicht alle gönnen uns diese freie Meinung. Ja. Wir hatten letzte Woche die kuriose Situation, dass wir gesperrt worden sind. Also unser Video von der letzten Sprechstunde durfte bei YouTube nicht gezeigt werden. YouTube hat uns erklärt, wir würden medizinische Fehlinformationen verbreiten. Mhm. Und deshalb konnte unsere Sendung regulär über YouTube nicht empfangen werden. Wir haben, das möchte ich hier in eigener Sache auch gleich sagen, natürlich auch andere Kanäle. Es gibt einen Podcast bei Podbean. Wir sind auch bei Odyssey. Also man kann unsere Sprechstunde auch sehen, wenn wir bei YouTube nicht sind. Aber natürlich haben wir eine andere Reichweite, wenn wir bei YouTube gesperrt sind. Das ist quasi ein Monopolist, das kann man schon so sagen. Ja. Das kann man so sagen. Die Situation war kurios, denn wir haben tatsächlich zweimal die gleiche Sendung hochgeladen bei YouTube. Sie wurde zweimal gesperrt. Zweimal deswegen, weil wir hatten erst eine Rohfassung hochgeladen. Das ist die Version, die nicht geschnitten ist, wo wir eine einzelne Kameraperspektive haben für den internen Gebrauch. Im nicht öffentlichen Gebrauch. Genau, nicht öffentlich. Die war auch privat gestellt. Das ist für uns, für die Bearbeitung ganz wichtig. Und wir hatten eine finale Fassung. Die waren inhaltsidentisch. Also wir haben das Gleiche gesagt, das gleiche Gespräch. Wir haben uns, beide wurden gesperrt. Wir haben uns in beiden Fällen natürlich sofort beschwert und haben erklärt, dass wir keine Fehlinformationen verbreiten. Wir haben ja auch, und das ist auch in eigener Sache, wir stellen ja auch immer alle unsere Quellen ins Internet, in die Videobeschreibung. Das heißt, man kann diese ganzen Sachen, über die wir hier sprechen, auch selber nachprüfen. Wir wollen den Leuten ja die Möglichkeit geben, sich selber zu informieren. Nun war die Situation die, dass uns YouTube danach die Sendung noch, beide Sendungen nochmal angeschaut hat, beide Videos, und dann erklärt hat, das erste Video enthält keine medizinischen falschen Informationen, da waren wir also im Recht. Beim zweiten Video waren Sie aber beim zweiten Mal anschauen immer noch der Meinung, wir würden medizinische falsche Informationen verbreiten. Was sagt uns das? Ja, die Frage, die sich natürlich unter anderem stellt, ist, wer ist das bei YouTube, der das bewertet? Aber dieser ganze Vorgang zeigt vor allen Dingen aber auch eins. Wer also glaubt, die Corona-Krise sei vorbei, sie ist mitnichten vorbei. Alles das, was im Laufe der Corona-Krise durchgedrückt worden ist, wir haben schon öfters darüber gesprochen, die Abschaffung der Arzneimittelsicherheit, offensichtlich aber auch die Abschaffung der Meinungsfreiheit, ja, hält ja an und wird weiter zelebriert und wird auch weitere Katastrophen begünstigen. Ja, irgendwie die nächste Pandemie, das war ja Teil dieses Videos gewesen, die ja schon quasi angekündigt wird. Also die ganzen negativen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich bei Corona so in aller Deutlichkeit gezeigt haben, die wirken weiter fort. Und was hier YouTube macht, ist natürlich widerrechtlich. Wir könnten jetzt dagegen klagen. Wir würden auch Recht bekommen. Nur das dauert dann und damit ist die Aktualität dieses Videos vorbei. Und das kostet. Und das ist mit einem großen Risiko verbunden. Das wissen natürlich die Beteiligten. Deswegen machen sie es ja auch. Auf diese Weise wurde auch während der Corona-Zeit maßgebliche Informationskanäle unterdrückt. Boris Reitschuster hat es mannigfach erlebt. Ach gut, hat es mannigfach erlebt. Ach gut, hat ja dankenswerterweise über die Stiftung Meinungsfreiheit im Netz eine kleine, mini-kleine Kriegskasse für solche Fälle. Das sind natürlich Beträge, da lacht die andere Seite darüber. Aber immerhin konnten wir uns einen, also wenn ich es reserviere, dann tue ich mich da durchaus mit identifizieren, mit ach gut, halt einen wunderbaren, sehr professionellen und aber auch nicht konfliktscheuen Anwalt wie eben Herrn Steinhöfel sich dann leisten. Und Herr Steinhöfel gewinnt alle Prozesse. Ja, also auch ich wurde ja auf Facebook öfters auch mal mit Kommentaren versehen, das sei alles nicht in Ordnung oder sogar gesperrt. Er kriegt das alles eben wieder klar. Auch diese Angriffe, die Seiten wie Ach gut ausgesetzt sind, die sich ja auch über Werbung finanzieren auf der Seite. Auch da wird versucht, die Meinungsfreiheit einzuschränken, indem man das versucht zu sabotieren.
Da gibt es eine Firma, die nennt sich NewsGuard. Mhm. Die wurde, glaube ich, 2019 gegründet, wenn ich es richtig weiß. Und NewsGuard ist ein Geschäftsmodell, in dem man Seiten angeblich als mit Fake News identifiziert und dann die großen Werbemakler anschreibt, dass ob die wüssten, dass sie quasi auf rechten Seiten und Fake News Seiten ihre Werbekunden schalten, und das wird dann auch dann die großen Kunden angeschrieben von was weiß ich BMW, VW. Und die verfallen alle in Angststarre, weil sie natürlich den Shitstorm in der Presse fürchten. Und da wird vorsorglich einfach mal die Werbung platt gemacht, die aber überlebensnotwendig ist für diese kleinen Inseln der Vernunft in diesem Land, die die Meinungsfreiheit noch hochhalten und dagegenhalten gegen diesen ganzen Irrsinn. Und auch da war ich im Gerichtsprozess sogar selber dabei, weil ich war so eine Art Sachverständiger für die Gutseite. Ich muss sagen, der Richter hat das alles sehr kompetent vom Tisch gewischt. Er hat gesagt, das ist völlig nicht erlaubt, was NewsGuard da macht, und die Behauptungen stimmen überhaupt nicht. Aber das bedeutet jetzt für uns zum Beispiel im Sinne von IDA, dass wir jetzt auch diese große Runde drehen müssen eigentlich, um gegen YouTube vorzugehen. Und wir haben eigentlich auch gar keine andere Wahl, weil sie werden immer weitermachen. Und sie können das Prinzip einfach behaupten. Ja. Sie müssen auch nicht mehr antworten. Also natürlich schreiben wir E-Mails, natürlich protestieren wir. Ich habe einige Erfahrungen damit, und wir das ja schon seit einigen Jahren jetzt machen, dass wir Videos veröffentlichen. Insbesondere meine Videos wurden ganz generell gerne verboten. Also wir haben eine Zeit lang von mir gar nichts mehr hochgeladen. Selbst Videos, in denen ich zum Beispiel nur EU-Richtlinien vorgelesen habe über Gentherapie, ja, was eine Gentherapie ist. Selbst das wurde sofort gelöscht. Man kann dir das Grundgesetz vorlegen, und wahrscheinlich wird man gesperrt wegen Fake News. Also es ist, und man sieht jetzt an dem konkreten Fall diese Willkür. Ja, man sieht, das ist also einmal der gleiche Inhalt, einmal medizinische Fehlerfunktion, einmal nicht. Man fragt sich, welche Fachleute können das anscheinend beurteilen. Ja? Also ich denke nicht, dass es Mediziner sind, aber es ist eine reine Willkür. Und wie du sagst, es ist natürlich für viele schwierig, weil man auch darauf angewiesen ist. Also wir haben das jetzt hier nicht monetarisiert, wir verdienen jetzt hier kein Geld, aber viele, die sich der Aufklärung verschrieben haben, die auch wirklich große Kanäle haben, ich denke zum Beispiel an Dr. John Campbell in England, das ist deren Beruf auch. Also die machen das hauptberuflich, den Leuten wissenschaftliche Informationen zu geben, die anderswo nicht zu finden sind. Wenn YouTube denen den Kanal sperrt, dann ist das existenziell bedrohlich. Im Grunde genommen hat sich da so eine ganz komische Sache entwickelt. Der Staat, der ja nach außen hin demokratisch, rechtsstaatlich, freiheitlich ist, die Mächtigen in diesem Staat nutzen jetzt quasi Außenstehende, meist junge Leute, aufgepusht mit dem Moralismus, den wir schon öfters thematisiert haben, also die überzeugt davon sind, dass sie jetzt gegen Rechts kämpfen müssen und gegen Demokratiefeinde, und merken nicht, dass sie sich in eine faschistoide Sache mit reinziehen lassen. Und zwar, indem sie dann, das sind oft auch solche komische Firmen wie auch Korrektiv oder was gibt es da, Faktenfinder oder XY, das sind junge Leute mit fragwürdiger Qualifikation, und die übernehmen jetzt quasi die Aufgabe der Wissenschaftszensur. Also wirklich verdienstvollste Leute werden dann gesperrt, weil solche jungen Leute wirklich mit wenig Ahnung und voller moralistischen, leider fast faschistoidem Eifer dann nach den Keywords suchen. Ja, und dann einfach behaupten, das sind Fake News und so weiter, muss gesperrt werden. Und die haben halt so viel Einfluss, weil die großen Social Media Kanäle hier ja auch mit den Mächtigen natürlich sich zusammentun und nicht dagegen halten wollen. Eine Ausnahme ist Elon Musk, aber halt auch sehr speziell, sage ich mal, in seiner Art. Und dann kommt diesen jungen Leuten plötzlich eine Macht zu, die also natürlich unfassbar ist im Rahmen einer vernünftigen, hochwertigen Austausch von Argumenten um den Kampf der besten Lösung. Und die sperren dann einfach unbequeme Meinungen
indem sie dann diese Behauptungen von sich geben. Und die müssen es ja nicht belegen. YouTube muss ja erstmal gar nicht sagen, warum. Wir haben gar keine Möglichkeit, YouTube zu sagen, was genau. Kann die gar nicht erreichen. Ja? Ja. Und das heißt, wir müssen hier im Prinzip vor Gericht gehen, ja, weil sonst kommt die nächste Sperrung und dann sperren sie es 2 Wochen und irgendwann ist der ganze Kanal futsch. Und das muss man einfach wissen. Also wenn die Leute noch glauben, wir haben hier Meinungsfreiheit, wir haben sie nicht. Weil auf diese, es ist jetzt kein Ministerium für Staatssicherheit, was ordert der Mufti von oben das Ganze sperrt. Es ist so ein Netz von komischen Zwischenorganisationen. Aber wenn man dann auf die Finanzierung guckt, landet man letztendlich immer irgendwo bei der Regierung. Das ist interessant, dass Totalitarismus, und darüber reden wir ja eigentlich, man denkt das immer von oben. Man denkt immer, es gibt den Totalitarismus von der Staatsmacht, die von oben entscheidet und beschränkt und überall sich einmischt. Aber wir haben eigentlich mittlerweile auch so eine Art umgekehrten Totalitarismus. Das heißt, so eine Einschränkung der Freiheit, die von unten kommt, also von der Bevölkerung selbst. Mhm. Gerade die jungen Leute. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, den Fall von Professor Vera Hagemann an der Uni Bremen, habe ich heute Morgen gelesen. Also eine ausgewiesene Expertin, die jetzt gerade zum Dekan gewählt worden ist, die ist jetzt von jungen Leuten, also vom AStA, vom Allgemeinen Studentenausschuss, angeschwärzt, angegriffen worden, weil sie angeblich auf ihrem Twitter-Account Dinge geteilt hat, wie zum Beispiel von Markus Krall, der im Falle von der Impfung von Giftspritzen gesprochen hat. Also das Teilen, das wird identifiziert als Zustimmung zu diesen Ansichten, und die Zustimmung zu solchen Ansichten, das sagt dann der AStA, das ist also quasi Zustimmung zu Verschwörungstheorien, und damit würden Verschwörungstheorien, wird Vorschub geleistet, und das wäre für eine Dekanin, für eine Hochschulprofessorin nicht in Ordnung. Was passiert? Naja, die Hochschule hat das Gespräch gesucht mit der Frau Hagemann, und die wird nun doch keine Dekanin, obwohl sie gewählt worden ist. Das heißt, wir sehen, es ist extrem gefährlich, auch nur in den Verdacht zu geraten, man hätte die falsche Meinung, weil das tatsächlich berufliche Konsequenzen haben kann. Ja, und die Hochschulen sind komplett von der Politik abhängig. Also das sehe ich auch in Heidelberg, die ziehen da sofort, kann man es mal so sagen, den Schwanz ein. Ja. Sie haben einfach Schiss. Und da sieht man diese Macht dieser Medienmeute, die sich ja seit 30, 40 Jahren aufgebaut hat, die halt immer nur in die eine Richtung geht. Und die halt jetzt, weil die Wirklichkeit halt offensichtlich eine andere ist, das sieht man ja überall, kann man ja auch über Corona über die hinausschauen, dass sie immer mehr brutaler agieren muss, um die Wirklichkeit zu unterdrücken. Und jetzt in dem Fall zum Beispiel, also man könnte jetzt, wenn dieser ganze Wahnsinn nicht wäre, sondern wir hätten normale, vernünftige Verhältnisse, könnte man durchaus diskutieren, ist es so klug, dass ich als Forscherin, wenn ich über ein Corona-Thema zum Beispiel forsche, dass ich dann auf Twitter mich tummle und irgendwelche Beiträge like. Ja. Ja, das kann man durchaus diskutieren, aber darum geht es hier ja gar nicht. Weil wenn ich umgekehrt etwas liken würde, wo Corona-Leugner und die Impfverweigerer sind asozial, wenn ich das like, dann ist das sogar karriereförderlich, wenn ich dann eins der vielen Ämter und Institutionen, ich da Karriere machen will. Also das ist ganz klar eine riesen Schlagseite, und das mündet halt inzwischen in einer beängstigenden Unterdrückung von wichtigen Meinungen in diesem Diskurs. Übrigens, wurde mir gerade noch Gedanke, das besonders Lustige an unserer Sperrung ist ja, dass wir in unserem Podcast in dieser Folge ja explizit über Zensur in der Wissenschaft gesprochen haben. Ja. Vielleicht war das einer der Gründe. Gut, Erra Demonstrandum sozusagen. Genau, Drosten und Lauterbach war ja nicht genug Zensur in den letzten 3 Jahren. Die wollen also für die nächste Pandemie noch mehr Zensur. YouTube macht es vor, also die zeigen, wie es geht. Macht es freiwillig, gut, freiwillig mehr oder weniger, ist ein großes Unternehmen. Aber was ich beängstigend finde, ist tatsächlich diese freiwillige Denunziation, die also stattfindet. Also wir sehen das überall, also auch hier, auch du hast das erlebt, andere haben das auch erlebt, die Veranstaltungen machen. Es gibt überall Bürger, Demokraten, die sich für aufrichtige Demokraten halten, die sofort anrufen, wenn sie hören, aha, da ist der Herr Dr. Frank oder da ist irgendwie ein Daniele Ganser, will in der Halle auftreten, die sich bemühen, das zu verhindern. Ich habe jetzt gerade gelesen,
letzte Woche von einem, Namen muss ich jetzt hier gar nicht nennen, der sich stolz damit brüstet, dass er mit dafür gesorgt hat, dass der YouTube-Kanal von Gunnar Kaiser demonetarisiert worden ist, dass er da nichts mehr mit verdienen konnte. Also es gibt in der Gesellschaft eine ganze Reihe von Leuten, die auf der Jagd sind, auf der Jagd nach falschen Meinungen. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Stasi, sondern wir haben hier überall freiwillige Mitarbeiter. Es gibt ja mittlerweile auch diese Denunziationsportale, das Berliner Register heißt das, glaube ich. Gibt es ja überall, wo man solche Dinge melden kann und wo man etwas melden kann, ohne selbst irgendwie dafür gerade zu stehen. Also es darf einem nicht selbst nichts passieren. Man kann das alles auch anonym machen, aber wo der Gemeldete am Ende in wirklich berufliche, existenzielle Schwierigkeiten kommen kann. Es ist halt diese mehrfach schon thematisierte diese Kraft dieser psychologischen Gruppendynamik, ne, des Gruppenmoralismus, der ja in der Steinzeit wirkte und der heute genauso noch wirkt. Und diese Kraft bringt Menschen dazu, sich so zu überhöhen, so im Recht zu fühlen, so im Kampf gegen das Böse zu sehen, dass sie alle Regeln brechen, dass sie nicht merken, dass sie selber die Methoden anwenden, gegen die sie angeben vorzugehen. Und jetzt hab ich gerade ein Bild gesehen an einer Fotografie. Es war so ein AfD-Treffen jetzt hier im Stadtteil Kirchheim. Mhm. Ja. Die fand statt in einem Gebäude der Stadt. Und jetzt wirklich völlig unabhängig, wie man diese Partei sieht. Mhm. Na, in keiner Weise bin ich in vielen Teilen hier Fan dieser Partei. Überhaupt nicht. Aber es geht nicht in einer Stadt wie Heidelberg, dass dann an einem städtischen Gebäude, wenn da drin die AfD ein Treffen hat, draußen an die Wand gesprüht wird, was stand drin? Töte Nazis. Mhm. Nazis töten, ja. Na, ja. Und das geht nicht. Mhm. Und das ist ja genau das Gleiche wie auch dieser Anschlag auf, wie heißt der Fraktionsvorsitzende oder Parteivorsitzende von der AfD? Weiß ich, Krupalla. Herr Krupalla, genau. Muss man nicht mögen. Aber ganz offensichtlich, und das ist ja auch durch einen Pathologen gesichert, war das ein Anschlag. Es war ja nur ein Stich, ja, ja, heißt das jetzt. Ja, ja, aber da war mehr drin. Also ja, wenn es dann nur so eine Partydroge war, die da reingespritzt wurde, hat er noch Glück gehabt. Auch dieser Aufschrei, der da fehlt. Ja, und das ist gefährlich, weil diese Kraft kann dazu führen, dass wir wirklich wieder politische Morde wie in der Weimarer Zeit haben. Und das ist den Verantwortlichen offensichtlich egal. Und das macht mir Sorgen. Und hier sehen wir eben, also das alles sehe ich in einem Zusammenhang. Mhm. Es ist die Entfernung der Bereitschaft, sich die Meinung des anderen anzuhören und auch den anderen persönlich wertzuschätzen, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin. Also diese ganzen Grundlagen der Aufklärung werden gerade schwer beschädigt. Es ist ja eine Dämonisierung des politischen Gegners, die mittlerweile so überhand genommen hat. Wenn man zum Beispiel da schreibt, Nazis töten, ja, oder Nazis wählt man nicht im Zusammenhang mit der AfD. Also ich bin auch kein AfD-Wähler. Ich denke, wir müssen hier tatsächlich auch den Anfängen wehren. Das ist genau wie du sagst. Es kann nicht sein, dass das Aufruf zu Gewalt, ja, dass das, wie wir es auch von der Antifa teilweise erleben, dass das hier Usus ist. Ja. Aber es wird toleriert, es wird kaum was dagegen unternommen. Wir sehen Anschläge, auch gegen die Universität, letzte Woche oder vor zwei Wochen von Aktivisten. Und die Universität sagt dazu eigentlich gar nichts. Die Stadt sagt dazu gar nichts. Es wird einfach unter den Teppich gekehrt, weil es aus einer politischen Richtung kommt, die momentan die dominierende ist, die von der Regierung geliked wird quasi. Während jede Art von Aktivismus aus der anderen Richtung sofort verteufelt wird. Und ich merke schon, wie wir selber da in unserem Gespräch da auch rumeiern. Ja? Weil wenn ich sage, man muss diese Partei nicht mögen, ich muss diesen Mann nicht mögen, man und du sagst, ich wähle sie nicht, ja, ja. Ich muss mir erstmal dies. Nein, es ist eine Partei, die ist nicht verboten. Natürlich. Ja, und die hat das Recht, entsprechend ihre Meinung zu äußern, was sie bei Corona, finde ich, auch sehr segensreich getan hat. Und fertig. Und wenn wir Demokraten sind, wie alle immer so schön behaupten, dann sind wir alle Demokraten.
Und nicht nur ein Teil vollkommen richtig ist Demokraten und die anderen sind eigentlich keine Demokraten, obwohl sie Demokraten sind. Also das geht nicht. Es geht einfach nicht. Entweder das ist hier eine Demokratie, dann gilt das für alle oder eben nicht. Genau. Also wenn eine demokratische Partei angegriffen wird und die Mitglieder einer demokratischen Partei aus dem öffentlichen Leben gedrängt werden müssen oder sogar um ihre Gesundheit fürchten müssen, ja, dann ist es eigentlich nicht Aufgabe dieser Partei, sich dagegen zu wehren, sondern ist es die Aufgabe von allen echten Demokraten, hier zu sagen, das geht nicht und dagegen was zu unternehmen, egal wo man politisch steht. Ich würde mich bei den Grünen, bei der AfD, bei jedem als demokratischer Bürger dafür einsetzen, dass wir sagen, wir müssen zurückkehren zu einer Debatte, in der jeder seine Meinung sagen kann, aber in der Gewaltaufrufe absolut nicht in Ordnung sind. Das ist in unserer Gesellschaft, wir können das nicht tolerieren, egal nicht gegen wen es gerichtet ist. Ja, nicht gegen jeden, die wirklich nicht, es ist ja schon der Fall, nicht mehr um die eigene Gesundheit sich sorgen müssen. Ja. Also das ist schon... Also ich habe früher als Student viele Bücher, die Weimarer Zeit hat mich als Student komplett fasziniert. Ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen, Erich Maria Remarque oder wie sie alle heißen. Und aus diesen Büchern ist immer so eine gewisse Atmosphäre. Ja, die war natürlich auch anregend, weil das war alles im Brodeln, aber natürlich auch gefährlich. Und es ging ja auch schief, und zwar granatenmäßig schief. Und also irgendwie, das erinnert mich schon so alles daran. Ja, mich auch. Ich habe jetzt, vor kurzem habe ich Fabian von Erich Kästner wieder gelesen. Mhm. Den habe ich als junger Mann mal gelesen, also ganz früher, da war ich auch Jugendlicher. Und da war das für mich eine vollkommen fremde Welt. Ja? Mhm. Und jetzt lese ich das wieder und ich denke, ich erfinde wirklich vieles, wo ich denke, das ist die Zeit, in der ich auch lebe. Mhm. Also auch gerade diese politischen Auseinandersetzungen, die bis zum Schusswaffengebrauch auf den Straßen dann geführt haben, das war die Realität damals. Und wir sind vor solchen, auf dem Weg in solche Zustände. Und damals war eben so die, sag ich mal, der Mainstream eben so nationalkonservativ und hat alles ausgegrenzt, vernichtet, welche Repressalien der Reichspräsident Ebert ausgesetzt war. Ja, ein Heidelberger. Mhm. Ja. Also dieser Mann war fantastisch. Es gibt eine schöne Ausstellung hier in Heidelberg in seinem Geburtshaus. Aber welche Repressalien der ausgesetzt war oder allen, die sich dafür Meinungsfreiheit eingesetzt waren. Ich denke auch an Tucholsky, an die Weltbühne, Karl von Ossietzky, der dann leider im Konzentrationslager umgebracht worden ist. Und also ja, man soll nicht immer alles mit allem vergleichen, aber wenn es immer so schön heißt, während den Anfängen oder wie konnte es so weit kommen, dann überlege ich mir gerade schon, leben wir in einer Zeit, die zeigt, wie es so weit kommen konnte. Ja. Und wir müssen endlich mal auch die Professoren der Universität, auch wenn sie um ihre Fördermittel dann Angst haben müssen und so weiter, mal aufstehen und sagen, nee, so nicht. Die Grenzen sind überschritten. Und es kann nicht ein Asta, ja, der sich sonst um Menschenrechte und sonst wenig schert, ja, kann nicht darüber bestimmen, ob eine Professorin, weil sie eine unliebsame politische, das war nicht mal politisch, eine unliebsame medizinische Meinung hat, ja, das sieht man ja schon, Medizin ist heute Politik, dass die dann nicht ihr Amt antreten kann. Das kann nicht sein. Und dann vermisse ich schon so ein bisschen Zivilcourage gerade. Absolut, absolut. Und es geht ja auch gar nicht um Vergleiche. Also wir wollen ja gar nicht vergleichen, aber es geht natürlich immer darum, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Und wir haben natürlich auch ein Fundus an Geschichte, wo viele Entwicklungen da waren, die uns eigentlich eine Warnung auch sein können, wohin es führt, wenn man Meinungsfreiheit daran koppelt, welche Meinung man frei äußern kann. Das ist dann keine Meinungsfreiheit mehr. Und in diese Richtung geht es. Und man sieht eben auch, dass das Ganze tatsächlich totalitär ist, weil das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal medizinische Themen diskutiere und dabei eigentlich immer politisch sein muss oder politisch bewertet werde. Ja. Ja, und also Corona ist auch die erste Krankheit, die ich kenne, die komplett politisch ist. Also, weil alles, was man zu Corona sagt, wird politisch bewertet, nicht medizinisch. Das erinnert mich daran, ich hatte mal tatsächlich eine Betriebsärztin besucht, weil ich wurde ja auch aufgefordert als Mitarbeiter der Universität, mich beraten zu lassen wegen der Corona-Impfung. Und nachdem wir eine Weile diskutiert haben und ich gesagt habe, es gibt ja eigentlich medizinisch jetzt für diese Impfung für mich keinen Grund, hat sie ja auch zu mir gesagt, ja, das sieht sie auch so, es ist aber eine rein politische Entscheidung. Das ist also auch den Leuten schon klar. Ja, Medizin und Politik ist heute nicht mehr zu trennen, aber wir haben auch noch ein paar medizinische Themen, über die wir sprechen wollen. Was ist dir die Woche besonders aufgefallen, genau? Also ich meine, wir können natürlich jede Woche wieder über das PAI sprechen, das Paul-Ehrlich-Institut. ich würde aber ganz gerne mal einsteigen in diese SV40-Geschichte. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, DNA-Kontamination ist ein großes Problem.
Das ist was, was eigentlich jetzt schon seit Frühjahr diesen Jahres publik geworden ist, von einzelnen Leuten veröffentlicht worden ist. Und wir sehen jetzt immer mehr Labore international, auch in Deutschland mittlerweile, die bestätigen konnten, dass wir DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen haben. Und hier ganz besonders interessant, gerade Pfizer hat sich jetzt hier, da sind die größten Verunreinigungen, also BioNTech, Pfizer, die mRNA Comirnaty, hat die größten Verunreinigungen, die höchsten DNA-Inhalte gezeigt. Und was mir jetzt diese Woche besonders aufgefallen ist, ist die World Health Canada, also das Gesundheitsbehörden in Kanada, haben jetzt bestätigt, dass diese Sequenz für SV40-Promotoren in den Zulassungsunterlagen von Pfizer bereits enthalten waren. Also Pfizer musste ja den Zulassungsbehörden die Dokumentation zuschicken, also auch über den Produktionsprozess, was man als Matrize für die mRNA einsetzt. Und das war also die komplette Sequenz des Impfstoffs. Und da war tatsächlich diese SV40-Sequenz drin, diese virale Sequenz. Die war aber nur in der Sequenz. Die Annotation, also die Bezeichnung, ist rausgenommen worden. Und das ist erstaunlich, weil normalerweise, wenn man eine Nukleotid, ein Plasmid, das ist ja so ein zirkuläres DNA-Fragment hat, wenn man das untersucht, dann man muss diese ganzen einzelnen Bausteine, das ist wie so ein Lego-System, muss man bezeichnen, was ist drin, damit man einschätzen kann, was macht es. Zum Beispiel eine Antibiotikaresistenz oder eine regulatorische Sequenz. Und diese SV40-Sequenz, die hat so ein bisschen schlechten Ruf. Ja, die wird in der Molekularbiologie seit Jahrzehnten eingesetzt, die ist auch ganz wichtig. Aber die hat so ein bisschen schlechten Ruf, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und offensichtlich hat man sich bei Pfizer gedacht, ja, das klingt schlecht, wenn wir das drin haben. Ist auch nicht so ganz offensichtlich, warum man das drin haben muss. Moderna zum Beispiel hat es anscheinend nicht drin. Und deshalb haben sie es rausgestrichen. Sie haben es also der Zulassungsbehörde nicht mitgeteilt. Mhm. Und jetzt musste man, nachdem das andere Leute, unabhängige Wissenschaftler festgestellt haben, es war von Anfang an eigentlich bekannt, müssen jetzt auch die Zulassungsbehörden erklären, ja, es ist uns eigentlich bekannt gewesen. Ja, es ist unterm Strich, sie haben mit der Gesundheit ihrer Bürger Harakiri gespielt. Ja, also es ist wirklich, also ich bin ja Allgemeinarzt, ich versuche immer einfach die Dinge zu begreifen und auch dann zu erklären. Wenn in den Verträgen drinsteht, und sie sind dann inzwischen freigeklagt, auch in Südafrika zum Beispiel, dass eben Langzeitwirkungen und überhaupt die Effizienz des Impfstoffs gar nicht bekannt sind und auch andere Nebenwirkungen nicht bekannt sind, aber durchaus das sein können, dann ist das russisch Roulette, was ich mit den Leuten mache. Und ich meine, ich bin nun wahrlich kein Mikrobiologe, aber das DNA, die ich da verspritze in die Zelle rein, ein Problem sein könnte, das weiß sogar ich. Und wir wissen es halt nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Genau. Ja, die Frage ist letztendlich, es gibt Leute, die sagen, okay, die gelangt nicht ins Genom, die wird vorher in der Zelle als Feind erkannt und abgebaut. Ich kann nur beten, dass das stimmt, aber wir wissen es nicht. Naja, das ist nicht unbedingt anzunehmen. Also wir haben natürlich hauptsächlich soll ja die mRNA in die Zelle eingeschleust werden. Die mRNA, die wir jetzt haben, gerade bei Moderna und BioNTech, die ist moduliert. Das ist keine wirklich echte mRNA, wie sie in der Zelle vorkommt. Da sind bestimmte Elemente ausgetauscht. Pseudouridine sind da eingebaut, das sind also bestimmte Nukleinsäuren, die auch in natürlichen mRNAs vorkommen, die aber in natürlichen mRNAs eine wichtige Funktion haben, weil sie an bestimmten Stellen eingebaut werden. Das war der Nobelpreis gewesen, glaube ich. Das ist jetzt dieser, genau, da ging es um den Nobelpreis. Was jetzt hier gemacht wird, was Pfizer macht oder auch Moderna, die schmeißen diese Pseudouridine oder die nehmen sogar noch künstlich modifizierte N-Methyl-Pseudouridine in den Prozess, diesen Prozess 2 rein. Und wir haben dann einen vollkommen zufälligen Aufbau der mRNA. Das heißt, diese mRNA, die wir jetzt in den Zellen haben, Die unterscheidet sich in ihrer Struktur komplett von natürlicher mRNA. Wir wissen nicht, wie sie reguliert wird. Es ist offensichtlich, dass sie nicht so schnell abgebaut wird wie natürliche mRNA und auch so deutlich, deutlich länger in der Zelle verbleibt, als es Pfizer selber angegeben hat und heute noch angibt. Also da ist es ganz klar, es ist nicht das, was man uns versprochen hat. Und was hinzukommt, diese Modulation, diese Veränderung der RNA führt offensichtlich auch dazu, dass es hier
Verbindungen gibt mit DNA. Also die DNA selber interagiert mit der RNA, bildet gewisse Strukturen, die dann schlechter zu zerstören sind. Der Produktionsprozess, Pfizer sagt das ja, die DNA wird als Matrize eingesetzt und wird hinterher zerstört. Mhm. Aber die Zerstörung funktioniert offensichtlich so schlecht, unter anderem auch, weil die RNA, diese modulierte RNA, mit der DNA interagiert. Das heißt, wir haben hier eine sehr viel schlechtere Aufreinigungswirkung. Diese Aufreinigungswirkung hätte eigentlich vom Hersteller her überprüft werden müssen. Mhm. Man braucht ja eigentlich, bei jeder Aufreinigung braucht man hinterher ein Verfahren, mit dem ich ganz klar sagen kann, das gebe ich rein, das will ich raus haben und dann hinterher gucke ich, ist es wirklich draußen. Mhm. Man müsste also die DNA überprüfen, man müsste gucken, wie groß ist der Anteil an DNA in dem Endprodukt. Für die RNA macht man das sehr sensitiv, also man nimmt dann so eine Art quantitative RT-PCR mit Fluorimetrie, also mit optischen Systemen. Das funktioniert sehr sensitiv, also man kann die RNA kann man gut visualisieren, man sieht, wie viel ist drin. Bei der DNA, die möglicherweise drin ist, nimmt man aber ein komplett anderes Verfahren. Obwohl man auch das gleiche verwenden könnte, mhm. nimmt man ein sehr viel insensitiveres Verfahren. Das heißt, man rechnet hier mögliche DNA-Kontaminationen künstlich klein. Ja, so sieht es aus. Und gibt dann an, ist nicht viel drin. Mhm. Dass sowas möglich ist, ist nur der Tatsache geschuldet, dass die Zulassungsbehörden hier nicht genau hinschauen. Und die Zulassungsbehörden sind natürlich in Amerika die FDA, in Europa die EMA, aber in Deutschland halt auch das Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, die hätten hier genau schauen müssen, welche Systeme der Quantifizierung, welche Systeme der Analyse sind eigentlich eingesetzt worden. Sind die überhaupt hinreichend? Sind die überhaupt geeignet, um mögliche Kontaminationen festzustellen? Und welche Ergebnisse hat der Hersteller? Und dann muss man sagen, eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass das Paul-Ehrlich-Institut und auch die anderen Zulassungsbehörden eigene Untersuchungen anstreben zumindest in Auftrag geben, um die Angaben der Hersteller zu überprüfen. Weil das, was die Hersteller gemacht haben, ist etwas, was noch niemals in der Geschichte der Pharmaindustrie gemacht worden ist. Im großen Maßstab mRNA herzustellen, auf diese Art und Weise, wir haben überhaupt keine Erfahrung, sowas hat es noch nie gegeben. Das heißt, jede Angabe vom Hersteller muss natürlich von jeder Zulassungsbehörde überprüft werden. Und wenn sie das nicht tut, hat sie ihre Pflicht verletzt. Wobei sich für mich inzwischen die Frage stellt, ist dort überhaupt das Fachwissen und das Problembewusstsein vorhanden? Ich weiß, dass es beim RKI gute Leute arbeiten, das weiß ich. Paul-Ehrlich-Institut kenne ich mich nicht so gut aus. Wenn ich die Äußerungen der zuständigen Abteilungsleiterin für die Erfassung der Impfnebenwirkungen, Frau Keller-Stanislawski vom Brandenburger Untersuchungsausschuss, mir anschaue, wobei das Wortprotokoll leider noch nicht vorliegt, dann frage ich mich schon, ob die Frau irgendeinen Funken Verstand hat. Ja, weil offensichtlich dort die Maxime war, wir brauchen keine eigenen Anstrengungen zu unternehmen, irgendetwas nachzuprüfen, obwohl massenweise Meldungen reinkamen, weil wir haben ja die WHO. Ja. Die macht das. Ja. Das bedeutet, das nationale Institut schert sich nicht um die Gesundheit, vertraut blind anderen Institutionen, wo die Interessenslagen unter Umständen problematisch sein können und kommt so dem Auftrag in keiner Weise nach. Und man könnte eigentlich in jeder Sendung jetzt ein neues Credo jetzt einfügen, nämlich Paul-Ehrlich-Institut schließen, abreißen. Mhm. Die Verantwortlichen vor Gericht stellen und auf dem ehemaligen Gelände eine Gedenkstätte für die Arzneimittelopfer der Bundesrepublik Deutschland errichten. Können ja auch andere noch dazu. Und das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Und das ist auch, da müssen auch die Kollegen mal aufwachen. Ja? Weil wenn wir unterschreiben auf dem Rezept mit unserem Namen, nicht mit dem Namen vom Herrn Situček, ja, dem Leiter des PAI, weil es ist, wir spielen russisch Roulette mit der Gesundheit unserer Patienten. Ich war gestern mal mit Freunden Abendessen und eben ein befreundetes Paar hat die Frau gesagt, es tut ihr so leid, dass sie sich hat impfen lassen, ne? Weil sie fühlt sich wirklich so, als hätte sie was im Körper drin, wo sie nicht richtig weiß, was das treibt. Und sie hat auch Probleme, wo man jetzt sagen kann, wir wissen es nicht, ob das jetzt mit der Impfung wirklich zu tun hat. Also die Leute, die müssen, das ist psychologisch sehr schwierig.
Ja, weil wenn diese Meldungen immer bekannter werden, was da alles wieder, das ist eigentlich Panscherei, gut, also was du gerade erklärt hast, kann man ja eigentlich unter den Begriff Panscherei irgendwie subsumidieren. Das ist psychologisch ja unheimlich schwierig auch. Jetzt ist für mich halt als Allgemeinarzt, ja, ich bin der Praktiker, für mich ist ja die Wirklichkeit das Entscheidende. Also es gibt die wissenschaftlichen Modelle und die sind nicht gerade besonders ermutigend, was noch alles kommen könnte aufgrund der Impfungen. Aber wenn ich jetzt mir mal so die Zahlen anschaue, zumindest mal die Todeszahlen, die sind ja da. Also die Todeszahlen kann man nicht wegdiskutieren, die sind da. Und wenn ich jetzt mir da diese Farbtafel anschaue von Professor Krämer, der halt also die Todesraten pro Lebensjahr, pro Kalenderjahr sich angeguckt hat, haben wir Auffälligkeiten, 21, aber keine Apokalypse. Und 22 ist es in der Tendenz etwas weniger. Das heißt, wir haben in den mittleren Jahrgängen definitiv Todesfälle, die auffällig sind, aber es ist nicht in einer Zahl, es ist eine Apokalypse ist. Aber was jetzt die ganzen Krebszahlen, weil ich habe einen Onkologen gesprochen, der sagt, ja, es ist mehr wie früher. Mhm. Ja, kann natürlich auch Lockdown gewesen sein oder die Ängste, der Stress, wir wissen es nicht. Aber selbst das wäre ja, das ist ja, das Argument höre ich ja auch öfter. Ja, man sagt, es ist ja vielleicht nicht die Impfung oder es gibt ja keinen Grund dafür, dass die Impfung sein muss, weil wir hatten ja viele andere Dinge auch. Mhm. Wir hatten ja Lockdown, wir hatten komplett Angst, ins Krankenhaus zu gehen, zu Vorsorge. Also ganz generell. Aber ich meine, selbst dann müsste man doch eigentlich ein Interesse daran haben, das zu erforschen, weil man sagt, wenn wir jetzt viel mehr Krebsfälle haben aufgrund von mangelnder Versorgung im Krankenhaus, aufgrund von mangelnder Vorsorge beim Arzt, dann sind das doch Dinge, das muss man in Rechnung stellen. Bei solchen Entscheidungen muss das im Nachhinein evaluiert werden und wir müssen überprüfen, liegt es möglicherweise daran, dass wir jetzt mehr Krebserkrankungen haben. Und genau das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch etwas, wo wir jedes Mal zu jeder Sendung drauf kommen. Aber es ist so banal und so wichtig und es wurde halt versäumt oder wird absichtlich nicht gemacht, nämlich das Fach Epidemiologie einzusetzen. Das Fach Epidemiologie wurde gebildet, um mit den Mitteln der Statistik zu versuchen, Zusammenhänge zu erkennen, auch ursächliche Zusammenhänge zu erkennen. Ja, und im Grunde genommen könnte man sagen, wer das gut umsetzt, sind die Wahlforscher, die mit repräsentativen Studien und wenigen Teilnehmern, ein paar Tausend, eine ganze Wahl eines Millionenlandes voraussagen können. Und das kann die Medizin eben auch, wenn sie sich an die eigenen Standards hält, dieses Fachs, die ja bekannt sind, das ist das erste Semester, ja, das ist alles andere als Rocket Science. Aber es wird nicht gemacht. Mhm. Es wird ums Verrecken nicht gemacht. Und das ist ein solches abgrundtiefes Versagen der Medizin. Das fängt damit an, dass man zum Beispiel auch gar nicht dokumentiert hat, wenn Leute ins Krankenhaus kommen, gab es im zeitlichen Zusammenhang eine Covid-Impfung. Mhm. Und jetzt müsste man im Nachhinein mit viel Aufwand eine repräsentative Vergleichsstudie nachschieben. Das geht aber nur, wenn ich ein hochspezialisiertes Team habe, was dann bei den repräsentativen ausgewählten Teilnehmern in der Bevölkerung, sagen wir mal pro Gruppe 20.000, wirklich detektivisch nachforscht, wer hatte jetzt eine Covid-Impfung, wer nicht. Genau, das muss genau ermittelt werden und nicht durch Fragebogen hinschicken, sondern es müssen Teams sein, die danach haken. Und dann müssen die Erkrankungszahlen verglichen werden. Und dann sehe ich, was überzufällig ist oder was vielleicht noch im Rahmen von Zufall verordnet werden kann. Und solange wir diese Studie nicht haben, lasse ich Menschen wie meine Bekannte von gestern Abend in dieser Unsicherheit leben, ob sie gerade auf eine Formel-1-Rennen geschickt wurde ohne Anschnallgurt. Und das ist einfach, da geht ein Staat mit seinen Bürgern um in einer Art und Weise, da wird es mir gruselig, wirklich. Versäumnis, Versagen oder Absicht, das sind so die Fragen. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, was Pfizer gemacht hat, die schicken quasi eine Dokumentation, in der bestimmte Sachen rausgenommen worden sind. Das ist eine klare Täuschungsabsicht, finde ich. Hm.
Aber auf der anderen Seite sehen wir Zulassungsbehörden, die das nicht überprüfen. Ja, das ist natürlich, man hätte das von Anfang an überprüfen müssen. Dafür sind ja diese Prüfverfahren auch da. Es wurde nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, du hast das angeregt, darüber nachzudenken, vielleicht sind die nicht kompetent genug. Das kann natürlich sein. Aber mangelnde Kompetenz im Haus sollte ja eigentlich nicht kein Hinderungsgrund sein, sich die Kompetenz zu holen. Wenn ich am Paul-Ehrlich-Institut keine Experten habe für Sequenzierungen, für Genomsequenzen, dann ist es ja kein Problem. Die Experten gibt es ja überall, die muss man sich halt überprüfen. Wenn ich einen Auftrag kriege, eine Autobahnbrücke zu bauen, ja, und ich habe keine Ausbildung als Ingenieur, als Statiker oder sonst was, und ich baue sie dann trotzdem und sie fällt zusammen, dann bin ich schuldig. Ja, natürlich. Ja? Und die Daten sind ja da. Du sprichst von der repräsentativen Studie, das ist natürlich super, das soll man machen, das ist klar, das wird nicht gemacht, warum nicht? Gute Frage, ja. Aber Daten sind ja da und werden nicht genutzt. Wenn man sich das Paul-Ehrlich-Institut anschaut, es gab da jetzt letzte Woche auch wieder eine neue Anfrage, die öffentlich wurde. Wir hatten noch nicht darüber gesprochen, aber es gab ja vor einigen Monaten schon Studien aus Dänemark, die eindeutig gezeigt haben, dass es unterschiedliche Chargen gibt, die eine unterschiedliche Nebenwirkungsrate haben. Also es gab Chargen, die sind sehr selten eingesetzt worden und fast alle, mehr als die Hälfte der Todesfälle sind auf diese Chargen zurückzuführen gewesen. Während andere Chargen vollkommen nebenwirkungsfrei anscheinend waren. Das heißt, wir haben hier eine hohe Heterogenität in der Gefährlichkeit der Chargen. Das sind alles Chargen von BioNTech, Pfizer gewesen, die auch in Deutschland eingesetzt worden sind. Also wenn ich so eine Studie habe, wie in Dänemark, das ist eine peer-reviewed Studie, ja, also die basiert auf Daten der Behörden, der Gesundheitsbehörden. Die haben sich die Daten geholt, welche Chargen wurden verimpft und welche entsprechenden Nebenwirkungen oder Todesfälle sind korrelierbar. Ist eine einfache Korrelation. Gut, braucht man ein bisschen Handwerkszeug, aber ist machbar. Das ist eigentlich ein Alarmsignal. Man müsste eigentlich erwarten, dass alle Gesundheitsbehörden in der Welt, die diese Impfstoffe und besonders diese Chargen eingesetzt haben, sofort nachschauen, haben wir die Tests, haben wir das gemacht? Das PAI wurde darauf angesprochen, ja, aber das PAI hat bisher dazu nicht viel gemacht. Das PAI zieht sich zurück, das Paul-Ehrlich-Institut sagt, die Chargenangabe in den Nebenwirkungsmeldungen seien freiwillig. Ja. Und aus der Freiwilligkeit zieht das PAI jetzt den Schluss, kann man keine Korrelation herauslesen oder herausrechnen, weil wir ja nicht für jede Nebenwirkung auch eine Chargenangabe haben. Das heißt, das PAI sitzt eigentlich auf, das ist ja natürlich nicht plausibel, denn selbst wenn ich nur einen gewissen Anteil der Chargennummern habe, die mit Nebenwirkungen korrelieren, dann kann ich ja diese Informationen trotzdem heranziehen und kann Alarmsignale identifizieren. Nichts anderes haben die Dänen ja auch gemacht. Die hatten auch keinen kompletten Datensatz, wo jede Nebenwirkung berechnet wurde. Das ist also eine ganz klare Schutzbehauptung des Paul-Ehrlich-Instituts. Man könnte die Daten heranziehen, aber es wird nicht getan. Die Frage ist, warum wird es nicht getan? Methodisch nicht plausibel oder nicht fragwürdig, sagt das PAI, aber tatsächlich steht zu befürchten, dass das PAI kein Interesse daran hat, hier möglicherweise sich selbst zu überführen, sich selbst zu belasten. Denn wenn herauskäme, dass wir hier eine unterschiedliche Verteilung der Risiken haben, zeigt das, dass das PAI hier eindeutig versagt hat. Ja. Die Frage, die sich stellt, ist diese Inkompetenz natürlich auch gewollt? Und letztendlich, was mir ja auch in mir seit Jahrzehnten auffällt, ich meine, seit 20 Jahren schreibe ich Bücher, dass offensichtlich die Industrie und Politik halt fast teilweise nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Man sieht das auch mit personellen Bewegungen, die arbeiten teilweise im Ministerium für Gesundheit, dann in der Bertelsmann Stiftung, dann wieder in einem privaten Unternehmen, wieder zurück. Also ich glaube, dass die FDA wird auch bezeichnet als Unterabteilung von Pfizer. Das ist sicherlich, da gibt es Argumente dafür. Wir wissen, wo der Chef der FDA heute sitzt, in der Firma, die Moderna finanziert hat. Also das ist so ein reger Austausch, dass man eigentlich von unabhängigen staatlichen Institutionen, die uns Bürger schützen vor überbordenden Exzessen der Industrie, dass man davon gar nicht mehr ausgehen können. Ich hab ja viel mit Führungskräften aus der Industrie zu tun gehabt. Ich habe 20 Jahre lang an der Business School in St. Gallen das im Bereich Leadership und gesundheitliches Selbstmanagement Kurse gehalten. Ich kenne den Druck, unter den Industrieführer stehen.
Und wenn es dann so Riesenunternehmen sind, dann sagen die, naja, Herr Frank, ist ja alles schön und recht, aber ich werde anhand von Quartalszahlen gemessen, stimmen denn nicht, bin ich weg vom Fenster. Also selbst wenn ich ein langfristiges Programm aufsetze, langfristig das in 3-4 Jahren wirkt, kann sein, dass ich schon längst weg bin. Also die haben einen Wahnsinnsdruck und sie wissen genau, dass die Grenzüberschreitung bei der Vermarktung von Produkten heute normal ist. Und wenn es bei einem Konkurrenten funktioniert und der Staat es mitmacht und den nicht kontrolliert, dann muss ich das auch tun, sonst bin ich im Nachteil. Also wir brauchen eben diese starke Ordnungsrahmen, der Staat setzt und auch durch Gerichte durchgesetzt werden. Und dieser Ordnungsrahmen, der ist halt erodiert. Und weil die Unternehmen halt so sind, das ist ja auch keine Verschwörung, sondern Unternehmen sind so. Die werden natürlich ein Medikament vermarkten, auch an Patientengruppen, die es vielleicht gar nicht brauchen, wo nur die Nebenwirkungen rauskommen. Aber sie stehen unter Druck. Und das sind ja teilweise wir als Aktionäre auch, die ihnen diesen Druck machen. Also das ist durchaus auch ein System. Aber weil das eben normal ist, ist für das Funktionieren und für den Schutz der Bevölkerung eben der Staat und seine Institutionen der Verantwortliche. Und deswegen, da steht's. Deswegen war es mir wichtig, wenn ich von einem Verbrechen spreche und wenn ich von Verantwortlichen spreche, die vor Gericht stehen müssen, dann sind es die Verantwortlichen der staatlichen Institutionen, nicht die Unternehmensführer. Dass Pfizer betrügt, davon muss man einfach ausgehen, weil das heute Standard ist. Ja, aber der wirkliche Sündenfall ist, wenn die staatlichen Institutionen das dann durchwinken. Also ich denke, das ist offensichtlich. Das sind Marktmechanismen, die hier greifen, das ist ganz klar. Was erodiert ist, ist die Grenze zwischen zum Beispiel, jetzt in meinem Fall auch der akademischen Forschung und dem Markt. Also es ist ja heute nicht nur üblich, dass Professoren, die irgendwelche interessanten Entdeckungen machen von der Universität, der Hilfestellung beim Startup bekommen, bei der Ausgliederung, dass man das auch finanziell ausschlachtet, weil Universitäten heute auch arbeiten eigentlich wie Unternehmen. Aber es ist auch die Kooperation mit großen Unternehmen. Natürlich, wenn man mit einer Firma wie Merck oder mit Pfizer eine wissenschaftliche Kooperation hat, das ist unheimlich lukrativ, weil das Geld ist da. Man kann an der Universität in seinem Labor, man kann Stellen, man kann Geräte, man kann das alles anschaffen. Aber man vergisst dann, oder was heißt vergisst, ist einem schon bewusst, aber es hilft nichts. Es ist natürlich ein gewisses Interesse da. Es ist eine Forschung, die in eine gewisse Richtung geht, die am Ende in einem verkaufbaren Produkt enden müssen. Und ich denke, das ist von der Anlage her, da ist ein systemischer Fehler. Das darf eigentlich nicht passieren. Die Wissenschaft muss davon vollkommen entkoppelt sein. Von marktwirtschaftlichen Erwägungen. Es darf hier nicht man darf nicht Zulieferer sein. Ein Serviceinstitut für ein Unternehmen, was damit Geld machen möchte. Und das hat sich aber in den letzten 20 Jahren extrem, extrem verändert. Auch durch die Abhängigkeit von Drittmitteln der einzelnen Labore, der einzelnen akademischen Wissenschaftler. Und ich denke, wenn wir wieder zurückkommen wollen zu einer freien Wissenschaft, Medizin, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt, dann muss es hier staatliche Regulation geben. Dann müssen diese Überschneidungen, diese Überlappungen, die müssen eigentlich im Endeffekt verboten werden. Und die Sendung heute ist sehr politisch, fällt mir jetzt auf, aber was ich auch sage, ist sehr politisch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, weil ich selber bin aufgewachsen in dem Glauben, dass also die freie Marktwirtschaft eigentlich immer die besseren Ergebnisse bringt, wie jetzt also staatlich übernommene Wohlfahrtseinheiten oder wie auch, also dass man quasi mit Privatisierung doch auch viel bessere Ergebnisse erzielen kann. Das Problem mit der Privatisierung ist aber, dass derjenige dann egoistisch agiert. Und man sieht es auch in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser, ich glaube schon, dass Privatisierung durchaus viele, so, wie heißt es so schön, Effizienzeffekte hat, Effizienz verbessert, Abläufe verbessert, einen Einkauf verbessert. Das glaube ich halt schon alles. Aber bei der Corona-Zeit hat sich einfach gezeigt, dass ein Krankenhaus, wo der Geschäftsführer unter Druck steht, gute Zahlen zu liefern, dem Träger, ob es der Landkreis ist oder der private Träger, dann egoistisch agiert. Er sieht die Lücken in der Finanzierung und die Möglichkeiten, die das Infektionsschutzgesetz bietet, und nutzt die gnadenlos aus, um Corona-Ausgleichszahlungen zu bekommen, auch wenn er dann de facto falsche Zahlen meldet an Corona-Patienten.
Also falsche Zahlen bezüglich Intensivabteilung, dass was er nach außen hin in der Lokalzeitung Panik schürt, obwohl die Krankenhäuser de facto leer gestanden sind, also zumindest 16% leerer wie vorher. Und das hat, dieser Privatisierungseffekt hat dann irgendwann gesamtgesellschaftlich große, große Nachteile. Und das sehe ich eben auch im gesamten Gesundheitswesen. Klar brauchen wir Pharmazie. Und Pharmazie muss verdienen können an guten Medikamenten. Aber wenn ich das Ganze privatisiere, dann kommt im Endeffekt eine große Effizienz raus bei einer definitiv eigenen Gefährdung der Bevölkerung durch Produkte, die niemand braucht. Und das ist eine ganz aktuelle Diskussion. Da fällt mir jetzt ein Name ein, jetzt wird es total politisch, den ich da sehr interessant finde. Das ist der Name Sarah Wagenknecht. Mhm. Ja, weil natürlich jetzt viele konservative Kräfte sie kritisieren. Und das hat ja auch seine Argumente, die ist der sozialistische Hintergrund und so weiter. Und sie will zurück zur Verstaatlichung von allem und die Wirtschaft einschränken. Aber ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, wo sind die Grenzen des Kapitalismus? Wann wird er kontraproduktiv für eine Gesellschaft? Und ich glaube, Corona ist auch eine Krise, die zeigt, dass der Kapitalismus dazu führen kann, dass wir eine Situation bekommen, wo wir bisher dachten, das schafft nur der Kommunismus oder der Sozialismus. Also ich möchte jetzt da mich nicht so arg versteigen in dieser Diskussion. Aber wir kommen da letztendlich dann schon ein bisschen an die Wurzel des Ganzen ran. Ja? Weil Corona ist sicherlich auch eine Sache, die ist deswegen entstanden, weil große Vermögen nicht mehr wussten, wie sie es weiter vermehren können und auf die Idee gekommen sind, eine künstliche zu schaffen, an der man alte Ladenhüter verscherben konnte, die eben sonst nicht verkauft worden wären. Oh, eine kleine Unterbrechung. Eine Version für die YouTube-Zensoren. Ich spreche davon, dass es immer mehr Geld in immer weniger Händen gibt und dass man dann auf die Idee kommen kann, vielleicht eine künstliche Bratwurst zu erschaffen, um dann mit einem künstlichen Bratwurst-Ladenhüter viel Geld zu verdienen. Okay, das war's schon für euch. Da sieht man die Verquickung mit den staatlichen Stellen, die das dann durchgewunken haben. Und ich glaube, da ist das eigentliche Problem, über das wir sprechen müssen. Wir müssen wieder mehr definieren, was sind Gemeinschaftsaufgaben und die müssen wir auch vom Kapitalismus trennen. Also wobei man auch, jetzt versteige ich mich gerade ein bisschen, Kapitalismus auch von freier Marktwirtschaft trennen muss. Das sind nämlich eigentlich Gegner. Aber jetzt halte ich die Klappe. Ich denke, das sind super spannende Themen. Da müsste man mal eine extra Sendung drüber machen. Politisch können wir ja reden. Es gibt ja, glaube ich, noch nicht den Tatbestand der politischen Fehlinformation bei YouTube. Also da sind wir, glaube ich, safe, wenn wir nicht medizinische Themen besprechen. Ich denke, diese ganze Diskussion über Kommunismus, Sozialismus, Sarah Wagenknecht, ist sie links, rechts, was auch immer, Marktwirtschaft, Kapitalismus, das sind alles Dinge, die momentan komplett durcheinander sind, weil es aber auch systemisch durcheinander ist. Ich habe heute Morgen oder gestern war es gelesen, George Soros, der ultralinke Milliardär. Also das sind Sachen, es gibt keinen ultralinken Milliardär. Ja? Also links, rechts, Sozialismus, die einen denken, wir sind auf dem Weg in einen Kommunismus, die anderen sagen, es ist der Turbokapitalismus. Wir müssen das alles wieder auf die Füße stellen. Wir müssen das alles unabhängig von diesen alten Denkschemata neu analysieren, was hier eigentlich für Mechanismen am Werk sind, was hier eigentlich die Ursachen, die Gründe für die Entwicklungen sind, die wir sehen. Ich glaube, es passt nicht in die alten Schema von Karl Marx oder linken sozialen Theorien. Mhm. Das passt nicht mehr. Und wir landen bei dem alten, klugen Mann in Königsberg. Kant. Immanuel Kant. Ja. Ja, die Befreiung aus der Unmündigkeit durch selbstständiges Denken. Und das müssen Menschen, die in einer Demokratie leben, einfach verstehen. Ja. Sie dürfen nicht ihr Denken abgeben. Es ist ja auch letztlich an irgendwelche komischen Zensoren von YouTube oder sonst wie, die völlig frei von Faktenwissen und Qualifikation dann solche Diskussionen wie die hier sperren. Einfach so. Genau. Es geht nicht um, wer ist verantwortlich da oben, wer hat das gemacht, sondern es geht darum, um uns. Ja, sind wir mündige Bürger? Sind wir in der Lage, uns zu informieren? Sind wir in der Lage,
an die Informationen ranzukommen, die wir brauchen, um dann vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wir selber sind vernunftbegabte Wesen und wir müssen das endlich auch wieder nutzen. Und dann ist es eigentlich egal, wer jetzt irgendwelche Verschwörungen möglicherweise ausheckt oder nicht. Wenn unser gesellschaftliches, wenn unser individuelles und gesellschaftliches Immunsystem funktioniert, dann kann uns da keiner irgendwie unsere Gesellschaft kaputt machen. So ist es. Und da sage ich immer gerne, Vernunft ist nicht rechts oder ist nicht links. Genau. Vernunft ist vernünftig. Sie wird rechts oder links nur aus einem Blickwinkel desjenigen, der unvernünftig ist. Wunderbarer Abschluss. Ich glaube, wir sind auch heute wieder zu Ende, am Ende unserer Zeit. Es war sehr politisch, also wir brauchen keine Angst haben, dass wir zensiert werden dieses Mal. Mal sehen. Ja, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Jawohl. Und ich danke den Zuschauern, Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich.